Meine liebe Freunde, heute ist wunderschöner Sonntag, Weihnachtssonntag, ja? Super schöner. Und ich habe beendet meine Arbeit gestern. Diese Pullover, ich habe gezeigt, zusammen mit Wolle, wann ich habe Wolle bekommen als Geschenk, ja? Sie wissen. Und dann habe ich auch Pullover gezeigt, welche ich habe gestrickt. So, schauen Sie, hier ist Rundpasse und wir stricken auch kurze Reihe. Unsere Rückenteil ist mehr höher als Vorderteil und ich würde alles zeigen in meinem Video weiter. Okay? Schauen Sie weiter. Meine liebe Freunde, wie Sie wissen, ich habe schon gesagt, dass es heute ist Sonntag und ich habe gezeigt meine Pullover. Das ist auch meine Karten, was ich bekomme von Silvia und von Sabine. Sabine aus Berlin. Beide meine Mädels, die haben mir geschickt wunderschöne Geschenke, aber die wollen nicht, dass ich zeige diese Geschenke so öffentlich. Ich verstehe auch und habe ich das nicht gemacht. Von Silvia, ich bekomme viele, viele verschiedene Sachen. Ich bekomme Wolle, große Packung Wolle und auch die hat Plätzchen für mich gebacken, Tee geschickt und so weiter. Und Geschenk, die hat nicht vergessen, die hat für ganze Familie mir Geschenke geschickt. Auch die hat nicht vergessen, mein Enkelkind. Ich bin sehr dankbar. Sehr. Und Sabine hat mir auch ein Geschenk geschickt mit einem Gutschein zum Laden, wo kann ich für mich was kaufen. Vielen Dank. Und letzte Mal, Sie wissen, dass ich hatte auch von Monika. Monika aus Hamburg, die hat mir geschickt 200 Euro und da konnte ich dann kaufen mehr Wolle. Diese Wolle habe ich gezeigt euch und das ist Mohair. Eine Pullover habe ich schon gestrickt und dann kommt viele Kommentare, schauen Sie. Diese Pullover ist fertig. Dann kommen viele Kommentare bei Instagram sowie bei YouTube und sie fragen mich, warum ich zeige nicht diese Pullover. Das ist ganz einfache Pullover. Dann ich zeige, ja, das ist Rundpasse auch. Dann würde ich nochmal stricken, gleiche Pullover. Und zeige ich, wie ich stricke diese Pullover. Okay? Auch wenn Sie fragen mich, können Sie mit welcher andere Wolle stricken? Natürlich ja. Sie müssen einfach rechnen, so wie ich zeige. Und dann, Sie können egal welche Wolle nehmen. Erste, was Sie brauchen, das ist Strickprobe. Strickprobe in 1 Zentimeter. Wie viele Maschen haben Sie? Sie stricken mit welcher auch Stricknadel Sie stricken diese Strickprobe mit dieser Stricknadel, dann stricken Sie auch eure Teil. So, ich stricke mit Nummer 4. Ja? Sie stricken mit welcher Sie haben Stricknadel. Ich schreibe Nummer 4. Und auch für Bündchen
Ich habe benutzt hier Nummer 3. Also, zum Anschlagen, ich würde auch erzählen, was und wie ich mache. Okay? Dann, Sie brauchen Kopfumfang. Kopfumfang. Bei mir ist 58 cm. So, das ist erste unsere Schritt. Schauen Sie, ich habe hier auch für mich, ich schreibe alles. Ja, ich schreibe auch. Wann ich stricke, ich schreibe, ich rechne auch. Denken Sie nicht, dass ich stricke ohne zum Rechnen. Dann wir rechnen. Wie viel Maschen müssen wir anschlagen? Unser Kopfumfang 58 cm. Ich wollte, dass meine Krage ist mir nah zum Hals. Dann minus 10%. Ich habe 52,2. So. Ich nehme diese 52 Zahl mal meine Strickprobe, 2 Maschen und ich habe 104 Maschen. Das muss ich anschlagen, 104 Maschen plus eine Masche, dass ich habe einen Kreis. Was ich würde auch euch raten. Wenn Sie sehen, dass Wolle ist zu dünn und Sie wollen auch nicht zu viele Maschen anschlagen und so weiter, dann Sie nehmen große Stricknadel, mit welcher Sie stricken dann Körperteil und anschlagen diese Maschen mit großer Stricknadel. Und danach Sie stricken schon. Wenn Sie haben angeschlagen Maschen mit großer Stricknadel, ich würde mit Nummer 4 jetzt anschlagen. Dann weiter, ich würde stricken meine Rippenmuster 1 zu 1 mit Stricknadel Nummer 3. Aber Maschen Anschlag mache ich Nummer 4. Das hier ist mehr elastisch und mehr so gut für unsere Kopfkrage. Okay? So, bitte meine Liebe, anschlagen Sie Ihre Maschen und stricken Sie dann Krage. Ich habe gestrickt hier 4 cm und dann wir treffen uns. Anschlagen Maschen ganz einfach. So, das ist meine Alizée-Wolle, was ich habe dazu und Wolle, welche ich habe gekauft in Wollehalle. Zweite Pullover, ich würde stricken mit dunkelblau. Ich habe euch gesagt, eine Pullover, ich stricke mit grau, andere Stricke mit blau, dass Sie sehen. Mit solcher Wolle, Sie können einfach spielen. Sie können hier blau, dunkelblau nutzen und Sie können auch grau nutzen. Drum, ich zeige zweite Variante. Okay, das ist Angora Gold, auch gleiche wie graue habe ich gestrickt. So, und dann Sie sehen, wie das geht. Also, habe ich schon angeschlagen meine Maschen. Mit Stricknadel Nummer 4 und jetzt ich hole einfach kleine Stricknadel und schauen Sie, ich ziehe gar nichts so zwischen einer Masche durch andere Masche. Ich mache einfach so, ich stricke 2 Maschen zusammen mit einer rechten Masche und ist schon Anfang von meiner Rippenmuster 1 zu 1. So, und weiter, ich stricke mit Stricknadel Nummer 3 mein Rippenmuster 1 zu 1. Ich würde, wie ich habe gesagt, ich stricke
4 cm lang. Ich habe gestrickt meine Krage. Wie ich habe gesagt, natürlich, das ist dunkel. Das ist dunkel, aber ich würde auch zeigen hier und Sie sehen sehr gut. So, Krage ist fertig. 4 cm, Maximum 5. Dann wir stricken alle Maschen auch mit unserer kleinen Stricknadel. So, wir haben Krage gestrickt mit Nummer 3. Wir stricken auch mit dieser Nummer 3 alle Maschen, linke Maschen. Das wir haben, dann wir teilen einfach unsere Krage von Körperteil. Okay? So, das habe ich gemacht. Das habe ich auch hier gemacht mit Dunkel. Und danach habe ich gestrickt noch eine Runde, alle Maschen, rechte Maschen, nur mit Stricknadel Nummer 4. Jetzt wir stricken Differenz zwischen Rückenteil und Vorderteil. Verkürze Reihe. Sehen Sie, man sieht sehr gut auch, dass hier ist mir höher als zum Beispiel hier. Das ist Vorderteil und wir gehen langsam und stricken hin und her und unser Rückenteil natürlich ist mir höher. Was wir machen für das? Ganze Maschen, ich habe 104. Sie haben, ich weiß nicht wie viel, wenn Sie haben gleiche, dann diese 104 Maschen, Sie teilen so und haben hier eine Marke und hier eine Marke. Halb, halb. Hier Sie haben 52 Maschen und hier Sie haben auch 52 Maschen. So, und 2 Marker. Also, ich habe gleiche hier. Hier Marker und hier Marker. Das ist meine Marker. Okay? Und jetzt, wir müssen rechnen. So, unsere Vorderteil 52 Maschen. Diese 52 Maschen, wir müssen teilen mit 3. Okay? Mit 3. Und wir haben dann 17 plus 17 und plus 18. So, 52 Maschen. Was wir machen? Schauen Sie. 17 Maschen ist eine Seite, 17 zweite Seite und in der Mitte 18 Maschen. Diese 17 Maschen und diese 17 Maschen, ich würde teilen noch. Aber diese 18 Maschen, wir dürfen nicht stricken. Das bleibt, das darf man nicht, das bleibt immer 18 Maschen hier. Wir dürfen hier gar nichts stricken. Schauen Sie hier, ich zeige. Ja, hier war 18 Maschen. Welche ich habe nicht gestrickt. Ich habe nur diese 17 Maschen gestrickt, aber mit kürzer Reihe. Mit kürzer Reihe. Ich würde 17 Maschen einfach teilen so. 3 Maschen, einmal, zweimal, dreimal, das wird 9 Maschen schon. So 12, 5. Und letzte ist 1, 2, 3, 4, 5 und letzte ist 2 Maschen. So habe ich geteilt. Diese Seite würde ich gleiche machen. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 3, 3, 3 und 2. So, Sie teilen auch Vorderteil mit 3. Sie bekommen eure
Zahl, größte Zahl immer in der Mitte und kleine Zahl ist von einer Seite und andere Seite. Und jetzt wir stricken diese kurze Reihe hin und her. So, ich würde jetzt hier auch zeigen, das ist 18 und hier 17, 17. Und wir stricken dann, wir holen erste drei Maschen nach Marker, dann wir stricken zurück. Wir machen keine Zunahme, gar nichts. So, holen hier drei Maschen, dann gehen zurück, holen wieder drei Maschen, dann gehen wir wieder zurück und immer Rückenteil wir stricken und Vorderteil bleibt so. Wir holen nur kurz drei Maschen, bis wir kommen zu unserer, diese mittlere Marker. Sie können auch in der, mit Marker so machen, Vormerkung, wo es 18 Maschen, okay? So, wie wir stricken diese kurze Reihe. Ich zeige euch kurz. Schauen Sie, das ist jetzt voll egal, wo ist unsere Rückenteil, wo ist Vorderteil. Dann, mein Rückenteil, das wird hier, weil ich würde jetzt holen, da nach Marker nur drei Maschen. Okay, ich stricke eine Masche, zweite Masche, dritte Masche, drehe meine Arbeit auf linke Seite, erste Masche stricke nicht, zusammen mit Faden, anziehen an rechte Seite, ziehen Faden, bekommen doppelte Masche und stricke zurück mit linke Maschen jetzt. So, Marker. Und ich stricke komplett ganze meine Rückenteil. 52 Maschen, ja? Alle Maschen sind linke Maschen. Bis nächste Marker. Und immer, wir arbeiten von Marker bis Marker, hin und her. So, ich stricke jetzt alle Maschen, linke Maschen. Ich bin jetzt bei blauem Marker. Schauen Sie, an der linken Seite, ich habe alle Maschen gestrickt bis blauer Marker. Und jetzt ich stricke nur drei Maschen. 1, 2, 3. Machen wir dann Vormerkung, dass wir wissen, wir haben schon eine Seite 3 und andere Seite 3 auch gestrickt. Drehen wir unsere Arbeit auf rechte Seite. Und stricken wir zurück wieder. Masche mit Faden zusammen anziehen. Ziehen bekommen doppelte Masche. Und stricken wir bis andere Marker. Bis diese Marker, ja? Bis Orange Marker. Ich bin bei Orange Marker, ja? Wir haben hier doppelte Masche. Schauen Sie. Wir stricken 1, 2 und dann wir haben doppelte Masche. Doppelte Masche. Stricken diese doppelte Masche und wieder holen nur drei Maschen. 1, 2, 3. Wieder drehen unsere Arbeit auf linke Seite. Machen wir dann doppelte Masche. Man sieht doppelte. Und stricken wir zurück zum anderen Marker. Okay? Und so dort auf diese andere Seite, Sie müssen auch holen nur drei Maschen. Und so Sie stricken hin und her, bis Sie haben alle Maschen geholt. Okay? So. Alle Maschen, wenn Sie haben Vormerkungen überall gemacht, dann bleiben nur 18 Maschen in der Mitte. Hier, Sie sind fertig, hier, Sie sind fertig mit kurzer Reihe, mit dieser kurzen Reihe hin und her stricken. Dann, ich zeige weiter. Ich bin fertig mit kurzer Reihe und Sie sehen sehr gut, das Rückenteil ist mir höher als Vorderteil. Ja? Ich habe eine Reihe noch einfach
alle Maschen, rechte Maschen gestrickt. Jetzt ist Ende zum ersten. Jetzt wir müssen wieder rechnen. Was wir müssen rechnen? Schauen Sie, wir wissen nur oben, wie viel haben wir Maschen. Aber wir müssen, Sie wissen, ich male immer so meine Rundpasse. Oben, wir haben 104 Maschen. Wie viele Maschen wir müssen haben, wenn unsere Rundpasse ist fertig? Das wissen wir nicht. Müssen wir rechnen. Wir nehmen Brustumfang. Welcher Brustumfang? Sie rechnen, ja, welcher Brustumfang Sie haben. Okay? Bei mir ist Brustumfang 98 cm. Wie wir rechnen das? 98 mal 138% mal Strickprobe 2 Maschen. Ich habe 270. So. Diese Zahl 138 ist für jede Größe. Strickprobe, Sie haben eure Strickprobe. Brustumfang, Sie haben eure Brustumfang. Und am Ende, wir haben diese Zahl. Ich würde nehmen ein bisschen mehr. Okay? Ich würde nehmen 280 Maschen, weil ich will ein bisschen mehr weiter Pullover. Nicht Oversize, aber nicht zu betonte. Na? Also, wir haben unten 280, oben wir haben 104. Wir müssen schauen, wie viel Zunahme wir machen und wie groß ist unsere Rundpasse. Wie groß ist ganz einfach, wir rechnen. So, 98, wir teilen mit 4. So, Brustumfang teilen mit 4. Meine Rundpasse muss sein 24,5. Ich nehme 25. Ja? 25 cm ist meine ganze Rundpasse. Jetzt erste Zunahme. Wie schauen wir? 104 ist das Beste immer. Zunahme machen nach 3 Maschen oder nach 4 Maschen. Ich würde machen nach 3 Maschen, aber 104 kann ich nicht teilen mit 3. Drum ich würde noch eine Masche dazu machen. Okay? Nochmal, noch eine Masche ich brauche, dass ich habe 105 Maschen, ja? Plus eine Masche, ich habe 105. So, das muss teilbar sein mit 3. Okay? So, jede dritte Masche, ich würde Zunahme machen. Das wird 105 teilen mit 3, ich bekomme plus 35 Maschen. 35 Maschen plus 105, ich würde haben 140 Maschen. Okay? Also, nächste Zunahme wird jede vierte Masche. So machen wir immer Zunahme. Nach 3 Maschen, dann nach 4 Maschen, dann nach 5 Maschen, nach 6 Maschen, bis wir haben genau diese unsere Zahl. Okay, so, nach 4 wieder 35, ich habe 175. Nach 5 wieder 35, ich habe 210. Nach 6 wieder 35, ich habe 245. Nach 7, ich habe
35, ich habe 280 Maschen. Genau das, was ich brauche. So müssen Sie rechnen. Und dann Sie schauen, wie viel wollen Sie solche Jacquard haben. Ja, so. Wie viel? Zwei Linien, eine Linie, drei Linien. Das ist auch eure Entscheidung. Und das, wie viel Zentimeter ist 2 Zentimeter? Zum Beispiel, Sie strecken dieses Jacquard. Dann, ich würde machen zum Beispiel 3 Linien mit 2 Zentimeter. Schau mal, ich habe 25 cm, ganze meine Rundpasse. Ich würde 25 cm minus meine 3 Linien mit 2 cm, das wird minus 6, ja? 25 minus 6, ich habe 19 cm. Dann ich schaue, wie viel Zunahme habe ich. 1, 2, 3, 4, 5, ja? 19, ich teile mit 5 und ich bekomme dann 3, das ist minus 15 und 3 und 8. Dann ich weiß ganz genau, wann ich muss Zunahme machen. Schauen Sie, nach jede 3 Zentimeter ich mache Zunahme. Also, ich mache jetzt erst meine Zunahme nach jede 3 Maschen. Dann ich stricke noch meine Linie zum Beispiel 2 cm mit Jacquard. Dann ich stricke nach dieser Linie, ich mache Zunahme. Dann wieder ich stricke 3,5 cm oder 4 cm, so ich mache nächste Zunahme. Also machen wir jetzt zusammen. Erste unsere Zunahme, Sie haben alle schon gerechnet, so wie ich. Unsere Zunahme, wir wissen, nach jeder 3,8 cm muss sein, diese alle unsere Zunahmen. Okay? Und wir rechnen nicht unsere Jacquard, was wir haben entschieden, 3 Linien mit 2 cm. Okay? So, erste machen wir unsere erste Zunahme. Genau jetzt. Jede 3 Maschen machen wir Zunahme. So, schauen Sie. 1, 2, 3. Und jetzt zwischen 2 Maschen, wir haben solche Faden, ja? Ich hole diese Faden und stricke eine verschränkte Masche. Hopp. Wieder. 1, 2, 3. Wieder mache Zunahme. Zwischen Maschen ich hole Faden und stricke eine verschränkte Masche. Und vergessen wir nicht, ja, dass wir müssen noch dazu eine Masche machen, weil wir haben hier nur 104 und wir brauchen 105, ja? Okay, dann wir machen einfach am Ende noch dazu eine Masche plus oder, wenn Sie wollen, Sie können auch im Rückenteil schon eine Masche machen. Ich mache immer am Ende, das ist besser so. Am Ende, das wird hier 3 Maschen, dann mache ich Zunahme, before marker, ja? Und dann ich habe nur 2 Maschen und muss haben 3 Maschen. Dann würde ich eine Masche stricken, Zunahme, noch eine Masche, Zunahme, fertig. Dann habe ich nach jede 3 Maschen meine Zunahme. So, machen Sie bitte
Zunahme und dann. Ich zeige weiter, was wir machen weiter. Okay? So, meine Liebe, nochmal wiederhole ich. Diese Liste können Sie Screenshot machen, dass Sie verstehen besser. Wann Sie wollen, keine Streifen stricken. Sie wollen nur wissen, wann Sie müssen machen eure Zunahme. Dann Sie müssen 25 cm Länge von Rundpasse teilen mit alle Zunahmen 1, 2, 3, 4, 5. 25 teilen mit 5, dann jede 5 cm Sie machen Zunahme. Wann Sie machen Streifen, dann Sie müssen wissen, wie groß sind Streifen. Und wann eine Streife ist zum Beispiel 2 cm, dann müssen Sie zuerst von dieser Länge Rundpasse 25 machen, minus wie viel Streifen Sie haben, mal 2 cm, 3 Streifen, 2 cm. Sie haben dann nur 19 cm am Ende. Und diese 19 cm, Sie teilen mit diese alle Zunahme. Und Sie bekommen jede 3,8 cm neue Zunahme. So. Ich habe erste Zunahme gemacht nach 3 Maschen. Dann habe ich gestrickt 3,8 cm. Habe ich gemacht nach jeder 4. Masche Zunahme. Und nochmal, ich habe gestrickt 3,8 cm. Und jetzt, ich will machen meine erste Streife mit Jacquard. Ich nehme solche Wolle, weiße, würde einfach hier letzte Masche stricken, wie vom Marker, und dann mache Knoten, meine Wolle dazu, zweite, so, und jetzt ich stricke zwei verschiedene Wolle, zwei verschiedene Farben und stricke meine Jacquard. Ganz einfache Jacquard. Zum ersten Hauptwolle, erste Masche, zweite Masche, weiße Wolle. Dann wieder Hauptwolle, blaue, dunkelblau, weiße Masche, wieder dunkelblau, weiße. Und so ich stricke bis Ende diese Runde. Danach, nächste Runde, ich stricke, schauen Sie, schauen wir hier. Nächste Runde, ich stricke, wo war weiße, ich stricke dann dunkelblau. Und wo war dunkelblau, ich stricke weiße. Dann ich nächste Runde stricke wieder gleich wie erste Runde. Und vierte Runde ich stricke wie zweite Runde. Immer ich wechsle. Wo war blau, ist weiß. Wo war weiß, ist blau. Und so ich mache 2 cm. Dann ich würde stricken einfach wieder 3,8 cm rechts glatt mit dunkel blau und mache nächste Zunahme jede 5. Masche meine Zunahme. Neue Masche, ja. So, meine Liebe, ich denke, Sie haben verstanden. Bitte machen Sie das alleine. Das muss ich nicht zeigen. Das ist sehr, sehr einfach. Okay?
Nochmal, ich will sagen, schauen Sie, wir haben erste zwei Zunahmen gemacht, wie wir haben gerechnet, nach 3,8 cm erstmal, zweite Mal, und dann war erste Streife mit Jacquard, dann habe ich wieder 3,8 cm gestrickt, habe Zunahme gemacht nach 5 Maschen, wieder neue Streife habe ich gemacht. Wann ich habe Zunahme gemacht, ich habe immer danach eine Runde vergleichen, einfach alle Maschen gestrickt. Ja? So, dann schauen Sie wieder, ich habe eine Streife gestrickt. 2 cm mit Jacquard, dann habe ich wieder 3,8 cm gestrickt mit meiner Hauptfarbe, habe nach 6 Maschen Zunahme gemacht, dann noch eine Streife, wieder 3,8 cm und letzte Zunahme nach 7 Maschen. Ich habe jetzt 280 Maschen. So, diese 280 Maschen, schauen Sie, wie schaut meine drei Streifen. Und jetzt 280 Maschen wir teilen mit 3. Okay. Und wir bekommen dann 93 plus 93 und plus 94. So. 94. Wir teilen mit 2, weil wir haben 2 Ärmel. Wir haben 47. Jetzt wir malen zu. 47 eine Ärmel, 47 zweite Ärmel, 93 Rückenteil, 93 Vorderteil. Aber ich finde, ist zu viel. Und ich würde minus 3 Maschen machen hier. Hier 3 plus. Ich habe dann Ärmel 50 minus 3, 90 plus 3, 50. So ist richtig alles, ich habe geteilt. Weil natürlich 47 für Ärmel ist zu wenig. Also, jetzt wir brauchen. Teilen unsere Maschen. Ich habe Nadel, einen Faden und ich würde jetzt einfach teilen meine Maschen. Ärmel. Ärmel, aber wir haben damals Mitte gemacht hier, ja? Wann wir haben kurze Reihe gestrickt hin und her. Hier ist Mitte von unserem Ärmel. Drum, wir brauchen halb von Ärmel stricken. Das ist 50 Maschen teilen mit 2. Das wird 25 Maschen. Also, ich stricke jetzt 25 Maschen. 25 Maschen, das ist halb von halb. Ärmel, so, und weiter, wir haben Rückenteil, 90 Maschen. Jetzt ich stricke diese 90 Maschen, alle Maschen, so, ich stricke 90 Maschen und zähle meine Maschen. So, 90 Maschen von Rückenteil habe ich gestrickt. Jetzt ich muss 50 Maschen von Ärmel, 50 Maschen von Ärmel,
einfach anziehen mit Hilfe Faden und zähle natürlich meine Maschen zu. 1, 2 und so weiter. 3, 4, 5, 6. 50 Maschen habe ich. So, meine Liebe, jetzt machen wir zusammen. Und wo ist unsere? Machen wir beide Faden zusammen. Das ist unsere Ärmel. So, wir lassen. Ja? Und jetzt unter Ärmel. Ich würde machen 5 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Warum ich mache 5, nicht 6? Weil ich mache immer 6, ja? 5, weil ich will stricken so 2 rechte Maschen und dann dritte, ich stricke als linke Masche, das wird meine falsche Naht. Ich zeige jetzt, was ich meine. Schauen Sie. Ich habe bei diesem Pullover auch gemacht. Sehen Sie? So, das ist falsche Naht. An linke Seite, das schaut so, eine rechte Masche. Wenn Sie machen solche falsche Naht, dann eure Teil ist mehr stabiler auch. Okay? So, meine Liebe. Und jetzt habe ich gemacht 5 Maschen und weiter ist, geht meine Vorderteil auch 90 Maschen. Ich würde jetzt stricken diese 90 Maschen bis nächste Ärmel. Ich bin bei zweiter Ärmel. Und wieder, ich würde anziehen alle meine Maschen von Ärmel. Okay? So. Bis unsere mittlere Marker, das hier ist 25 Maschen, dann brauche ich noch 25 Maschen. Und schon meine Ärmel ist auf Faden, ja? So, schauen Sie da. Dann Marker und noch 25 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so 20 Maschen habe ich und noch 5, 3 und 2, 5. So, jetzt machen wir alles zusammen wieder. Und machen wir unter Ärmel dann 5 luftige Maschen wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt kann ich stricken einfach in Kreis meine Körperteil. Das ist natürlich nicht meine, ist einfach meine Teil, welche ich stricke. Weil ich stricke nicht für mich, ich stricke, ich weiß nicht für wem. Wer hat Brustumfang von 98? Das passt dann, diese Pullover. Sehr gut. So, ich habe alles geteilt. Und ich stricke jetzt weiter einfach meine Pullover. Schauen Sie, wie schön ist unsere auch Krage, alles, ja? Unglaublich, von gleicher Wolle. Ich habe 2 verschiedene Pullover. Ja, 2 verschiedene Pullover. Sehen Sie? So, meine Liebe. Jetzt einfach stricken Sie Länge von Pullover so lang, wie lang Sie brauchen. Das ist, Sie können dann messen von Unterärmel bis wo Sie wollen haben, diese Pullover. Okay? Das ist ganz einfach. So, schauen Sie, wie ich habe geteilt.
Und dann, ich zeige natürlich, wie ich habe gestrickt, diese Teil, so Körperteil. Und ich zeige, wie immer, wie ich stricke Ärmel. Ein bisschen und ich sage, wie viel Abnahme habe ich gemacht und so weiter. Okay? So. Stricken Sie weiter, bitte. Ja, meine Liebe. Pullover ist schon fertig, wie Sie sehen. Natürlich, diese Pullover ist ein bisschen mehr größer als meine Puppe. Wenn man sieht, Schulter ist nicht richtig. Entschuldigung, ich habe nicht andere Puppe, ich habe so kleine Puppe. Und ich habe nicht gezeigt, wie ich habe gestrickt Ärmel, weil ich finde es auch ganz einfach. Und der Arm, wir haben Maschen so, dass wir bekommen keine Loch unter Ärmel und alle Maschen von Faden einfach auf Stricknadel und weiter. Ich habe gestrickt Ärmel ohne Abnahme, ohne ganz gerade. So habe ich gestrickt und nur am Ende, bevor ich stricke Bündchen. Bündchen ist ganz klein, wie Sie sehen. Ich habe minus 15 Maschen gemacht. Wie das habe ich gemacht? Ich habe gestrickt. So, Randmasche, dann zwei Maschen zusammen, dann linke Masche, wieder zwei Maschen zusammen mit rechter Masche und so weit, bis ich habe minus 15 Maschen. Ganz einfach. So, Pullover ist lang, Pullover ist für große L. Habe ich gestrickt und was noch, ich muss sagen, ja, ich habe alles erzählt in meinem Video bevor und natürlich, Sie können auch solche Pullover stricken und wie Sie sehen, nur ein bisschen andere Laufwolle. Hier ist dunkelblau und schon, wir haben ganz andere Pullover. Von Anfang meines Videos, ich habe gezeigt, graue Pullover, ja, das ist auch, ich hatte Beilaufwolle als graue Wolle. Und Sie sehen, und gleiche Mohair, und wir bekommen zwei verschiedene Pullover. Ich wünsche euch alles Gute, bleiben Sie bitte gesund, wir sehen uns bald wieder. Tschüss, eure Strickmama.